Hallo. Oh, hey, Yuna-chan. du musst doch nicht so angespannt sein. Es ist noch nicht spät genug, um schon in Ärger reinzukommen. Setz dich einfach hin und entspann dich. Okay. Sagen sie, aber eigentlich sollen Schüler die Schule in, ja, nicht mehr allzu lange Zeit endgültig verlassen. Ja, ich ging zurück zu der Schule, unmittelbar nachdem das Lauftraining auch vorbei war. Und dann direkt in ihren Clubraum, in hier im Komomi-Yaguda-Gebäude. Ich war erleichtert, zu sehen, dass Amishima-Senpai und Inamoto-Senpai auf mich warteten. Der Plan mag zwar gewesen sein, sich nachts in die Schule einzuschleichen, aber es war ja nicht so, als könnten wir einfach durch das Haupttor hindurch stolzieren. Ich hatte die Idee, dass wir uns irgendwo verstecken, bevor die Tore geschlossen werden und dann bis zur Nacht ein wenig Zeit zu schlagen. Und da mir sonst nichts anderes einfiel, habe ich die beiden hier um Hilfe gebeten. Ich dachte, dass sie eventuell Verdacht schöpfen würden, aber komischerweise haben sie direkt zugestimmt, mir zu helfen. Obwohl sie sich kürzlich schon zurückgezogen haben von ihren Clubaktivitäten, haben sie dann heute extra am Training teilgenommen, damit sie hier sein könnten, um mit unserer Infiltration sich zu verbrüdern. Oder verschwestern, müsste man ja eher bei den ganzen Damen hier sagen. Alles, was ich ihnen gesagt habe, ist, dass wir in der Schule über Nacht bleiben wollten. Deswegen bin ich mir nicht so wirklich sicher, wie ich ihren Enthusiasmus interpretieren soll. Es ist ein bisschen seltsam oder peinlich, dass sie überhaupt keine Fragen scheinen zu stellen wollen? Egal, eins von beiden. Kina ist fertig mit dem Training, deswegen duscht sie gerade. Ja, wir haben ihr schließlich gesagt, dass sie sich ordentlich sauber machen soll. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie ein bisschen zu viel wissen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich darauf reagieren soll. Ah, stimmt ja. Hier, Yuna-chan. Das hier sind die Schlüssel für den Clubraum und für den Turm. Achso, ihr könnt den Patrouillen entgehen, indem ihr die Tür abschließt und die Lichter ausgeschaltet lasst. Und dann stellt einfach nur sicher, dass beides abgeschlossen ist, wenn ihr gemeinsam wieder morgen früh nach Hause geht. Dann kannst du die Schlüssel Hina übergeben. Ach, alles klar. Ich bin überrascht, dass ihr aber einen Schlüssel für das Gebäude habt. Nun ja, weißt du? Und das ist ein Duplikat. Es wird über Generationen hinweg den Kapitäninnen des Athletikclubs weitergereicht. Weil es sehr praktisch ist, weißt du? Hä? Du willst damit sagen, dass die Schule davon natürlich nichts weiß, ganz offiziell. Wobei, vielleicht haben sie es dennoch festgestellt. Da es ja auch Lehrerinnen gibt, die... da es ja auch Lehrerinnen hier an der Schule gibt, die ursprünglich selbst mal in die Schule gegangen sind. Aber, naja, es gibt keine Probleme, solange niemand in Schwierigkeiten gerät, deswegen. Naja, wir versuchen gerade etwas zu tun, was uns in ganz große Schwierigkeiten bringen könnte, allerdings. Also, einfach sicherstellen, dass ihr im Nachhinein abschließt, okay? Ja, danke. Ich nahm die beiden Schlüssel von Inamoto-Senpai entgegen. Falls wir das Ganze noch sausen lassen wollten, dann ist das gerade wohl diese Option aus dem Fenster rausgeflogen. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich meine, wenn diese beiden wissen, dass wir hier die Nacht übernachten, dann können wir jetzt nicht einfach nach Hause gehen. Ach Mann, jetzt werde ich nur noch nervöser. Ich muss einfach diesen Druck unterdrücken, mir vorzustellen, was wir alles nachher tun werden. Sind zwar vielleicht Sachi-san und Megumin, die unsere... Bei Megumin benutzt sie gar keinen Zahn mehr. Hat sie das schon immer getan? Ich glaube schon. Die sich unsere Körper leihen, aber physisch sind es ja trotzdem wir zwei, die es tun werden. Was für Dinge werden wir überhaupt tun? Und was werden sie tun mit Hina und mir? Yuna-chan! Ja?
Du solltest nicht zu nervös deswegen sein. Nicht, dass ich, nicht mitfühlen kann. Jetzt zieh sie nicht zu sehr auf, Matsuri. Das wird nur dafür sorgen, dass sie noch angespannter ist. Ich habe das Gefühl, dass mein Gesicht so rot aussieht, wie es sich anfühlt, oder so heiß ist, aussieht, wie es sich anfühlt. Und selbst wenn es das nicht tut, dann habe ich das Gefühl, dass die beiden direkt durch mich hindurchschauen können. Naja, du wirst ja mit Tina zusammen sein, also entspann dich einfach. Ihr habt doch zuvor schon zusammen geschlafen, nicht wahr? Also, nur geschlafen natürlich. Ja. Was mache ich denn hier, indem ich ihr noch so ehrlich antworte? Naja, so viel ist, das Zusammenschlafen ist ja erstmal dasselbe. Und, naja, dann stell dir den Rest einfach vor, als dass man sich ein bisschen kitzelt. Kitzeln? Es ist schwer zu entscheiden, wie konkret sie das jetzt tatsächlich meint. Aber der Umstand, dass ich irgendwie schon mir einigermaßen vorstellen kann, was sie meint, ist, Ja? Du musst nichts erzwingen, okay? Erzwingen? Bitte, tu das nicht, Amishima-Sen. Bitte, mach das, sag das nicht, Amishima-Senpai. Inamoto-Senpai, könntest du sie nicht langsam mal nicht Einhalt gebieten? Jetzt hör schon auf, Matsuri. Mann, gut. Wirklich, bitte, helf mir jemand. Das ist nicht die Art und Weise, wie man ordentlich Ratschläge gibt. Also hör mal zu, Yuna-chan. Hör mal zu, Yuna-chan. Es gibt keine Regel, die besagt, dass man unbedingt irgendwelche Finger hineinstecken muss. Finger? Und es wird auch gehen, ohne dass du irgendwelche Gerätschaften, Spielzeuge und dergleichen benutzt. Gerätschaften? Ach ja, genau. Was? Ich sag da mal nichts zu. Ach ja, und die Telefone zerbrechen leichter, als man sich vorstellen könnte. Deswegen vorsichtig sein, okay? Es reicht mir mit diesen beiden. Naja, es ist Zeit, dass wir langsam von hier verschwinden. Tina wird auch bald zurück sein, denke ich mal. Ja, ich schätze mal, das wird dann genug Ratschlag sein. Sie ziehen mich einfach nur auf. Ich fühle mich ein bisschen erbärmlich dafür, dass ich das zugelassen habe, dass sie mich so aufwühlen. Naja, das ist ja dann genug Rumgespiele, nicht wahr, Yuna-chan? Ja. Okay, ich denke, euch wird schon gut gehen, wenn ihr einfach nichts überstürzt oder dergleichen. Hängen einfach ein bisschen mit Tina ab, okay? Ja, ich schätze, Tina hätte schon genug Spaß, alleine die ganze Nacht hindurch sich mit dir zu unterhalten. Ja. Naja, wenn es nur wir zwei wären, dann wäre wahrscheinlich alles in Ordnung. Aber heute Nacht sind es nicht nur wir zwei. Auch Sachi-san und Megumi sind mit dabei. Für sie machen wir das. Deswegen sind wir hier in der Schule. Deswegen haben wir uns entschlossen, die Nacht hier zu verbringen. Es ist nicht so, dass ich, ja, den absolut endgültigen Entschluss selbst gefasst habe, das zu tun oder irgendwie etwas. Aber ich versuche einfach nur zurückzudenken an die Gefühle, die ich hatte, als ich diese gesamte Idee vorgeschlagen habe. Naja, ich bin mir sicher, das wird schon irgendwie okay sein. Ich will einfach nur tun... Ich wollte einfach nur tun, was auch immer wir für sie tun können. Bin wieder da. Ah, Yuna-ne. Die Tür öffnete sich und Tina kam hier rein. Sie, kam zu mir herüber. Ihr Haar war immer noch nass von der Dusche. Oh, da bist du ja, Tina. Nun dann, wir sehen uns, ihr zwei. Vielen Dank wieder für heute. Ach, das ist wirklich in Ordnung. Wir sind froh, helfen zu können. Nun ja, wir sehen uns, Tina. Du schaffst das schon. Bye-bye, Yuna-chan. Viel Spaß. Ja.
Sie verabschiedeten sich und dann verließen Amishima-Senpai und Inamoto den Raum zusammen. Kina und ich wurden alleine hier zurückgelassen, aber nach einer kleinen Weile sollten Sachi-san und Megumi noch auftauchen. Dann würden wir hier ein bisschen Zeit totschlagen und darauf warten, dass es Nacht wird. Die Nacht für Sachi-san und Megumi. Du denkst immer so sehr an die beiden. Bedenke auch mal, dass es dein erstes Mal ist. Wie wär's, wenn du mit Hina das erste Mal erstmal so gemacht hättest, um zu proben und euer erstes Mal wirklich für euch zwei zu haben und... Und es dann mit den beiden zu machen. Nun ja. Da liegen ja schon die Futons ausgebreitet. Amishima-senpai to Inamoto-senpai no shiwaza yo ne. Ich bin mir sicher, dass das Amishima und Inamoto-senpai getan haben. Bin ich mir sicher. Ist das ihre Vorstellung davon, rücksichtsvoll zu sein, oder ziehen sie uns einfach nur auf? Sie haben uns gesagt, dass wir einfach den Raum hier auf im ersten Obergeschoss vom Kumomiyagura-Gebäude benutzen können. Der Raum, in dem ich während des Sommercamps übernachtet hatte. Und hier gab es zwei Futons, die schon, ja, bevor wir überhaupt ankamen, ausgebreitet worden sind. Danke, schätze ich mal. Aber, naja, wenn sie so hier ausgebreitet sind und vorbereitet worden sind für uns, dann fühlt sich das irgendwie... Was ist los, Yunane? Überhaupt nichts. Auf dem Tisch in der Ecke haben die beiden einfach so Wischtücher und, also, wie heißt das? Tissues, also, Taschentücher und Wischtücher liegen gelassen. Ihre ganze Erfahrung sorgt dafür, dass die Vorbereitungen, die sie hier getroffen haben, ein wenig zu bildlich wirken. Was? Danach schlugen wir ein wenig Zeit in dem Clubraum vom Track-Team tot. Schlugen Zeit tot, ja. Und na, jetzt ist es ungefähr so Mitternacht. Gegen 7 herum kam eine Lehrerin vorbei, um sicherzustellen, dass die Räume leer waren. Und sie kam noch einmal um 9 wieder vorbei, um auch sicherzustellen, dass alle Türen verschlossen waren. Und ja, wir sind durch beide Checks hindurchgekommen, indem wir einfach ruhig geblieben waren. Megumi natürlich ließ ihrer Vorstellung und dergleichen freien Lauf, indem sie sowas sagte. Wow, ist ja so, als wären wir in einem Spionagefilm und dergleichen. Naja, einfach für sie das zu sagen, aber mein Herz hat die ganze Zeit nonstop geklopft. Und wir haben uns Sorgen gemacht, was wir tun sollten, oder ich habe mir Sorgen gemacht, was wir wohl tun sollten, falls sie uns fänden. Dann, als wir dachten, dass wir jetzt wahrscheinlich das Gebäude für uns selbst hatten, gingen wir hinauf in den Raum im ersten Obergeschoss. Ich machte eine ganz kleine Lampe an, in der Hoffnung, dass das Licht nicht nach draußen dringen würde, solange wir die Vorhänge vom Raum geschlossen hielten. Und so, ja, stellte sich dann der Raum für uns dar. Ara, wazawaza yoishiteite kureta no ne? Matsuri-chan to Miu-chan. Oder je, Matsuri-chan und Miu-chan haben sich extra die Mühe gemacht, das alles für uns vorzubereiten, nicht wahr? Mitai desu ne. Ja, scheint so. Bitte kein Kommentar zu den Dingen, die auf dem Tisch liegen. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage sein werde, das zu erklären. Sachi-san wurde plötzlich still, nachdem sie sich in dem Raum umschaute. Och, ich habe keine Worte. Ich meine... Nach dem Ganzen jetzt werden wir ja... Was soll ich tun? Wie fangen wir damit an? Sage ich irgendetwas? Was sollte... Yunane. Während ich gerade mit mir selbst stritt, wie es weitergehen soll, zog mich Hina an meinem Arm. Nani? Ja? Sorete, do suru no? Also, was sollen wir tun? Du!
also... Das kannst du doch nicht einfach so offen rausfragen. Warum verhält sich China so, wie sie es üblich auch immer tut? Ja, Sachi-san kicherte leise neben mir, während mein Blut komplett in meinen Kopf hineinschoss. So, ne? Sorosoro hajimemashou ka. Ja, vielleicht sollten wir langsam anfangen. Hi! Ja! Hi. Ja. Nun ja, wir konnten nicht einfach nur hier so rumstehen bleiben. Deswegen setzten sich Hina und ich auf die Futons nieder und Sachi-san und Megumin setzten sich wiederum vor uns hin. Nun ja, ich wurde jetzt schon einige Male von den beiden eingenommen. Normalerweise wollten sie dann irgendetwas essen oder ich sollte sie irgendwo mit hinnehmen, wo sie sonst nicht hin konnten. Zu jenen Zeiten habe ich ihnen einfach nur ein wenig meine Sinne überlassen. Aber nur einmal haben wir ein Experiment gemacht, um zu sehen, wie weit ihre Besitzergreifung gehen könne. Und Megumi hat meinen Körper übernommen. Es war eine seltsame Erfahrung. Ich konnte keinen Finger rühren, aber mein Körper schien, als würde er alleine herumwandern. Einmal war genug für mich und ich habe sie schwören lassen, dass sie das nie wieder tun. Aber heute werde ich noch einmal so, naja, wird so von mir Besitz ergriffen werden. Soraja, zwei Tomo. Wohlan dann, ihr beiden. Yoroshiku ne. Ja, Yoroshiku ne ist eigentlich weniger Danke als, wir legen da mal los. Ja. Ich habe das vorgeschlagen. Ich bin vorbereitet. Aber ich habe dennoch ein bisschen Angst. In wenigen Momenten werden wir von den Geistern besessen. Und dann werden Hina und ich... Hina. Ganz wie aus dem Reflex griff ich ihre Hand. Yonane. 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 怖くないからね。その、ちょっと体がふわふわするかも。それから hab keine Angst, okay? Es wird sich eventuell so anfühlen, als würdest du ein bisschen schweben oder so und この人が Sachi-san Megumi-san sind die beiden etwa Sachi-san und Megumi-san? え? Hina, mieteるの? Hä? Was? Hina? Du kannst sie sehen? Hinas Augen waren auf Megumi fixiert, welche direkt vor ihr saß. Ganz eindeutig auf sie fixiert. Eine Person in weißen Klamotten und eine in schwarzen Klamotten. Sie sind plötzlich aufgetaucht. So. Hina-no-me-no-mai-no-ga-Megumi-de. Nun ja, Megumi ist diejenige, die vor dir sitzt und Sachi-san ist vor mir. Oh, so-ka. Hina-des. Yoroshiku-onegai-shimasu. Verstehe. Ich bin Hina. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Nagatani Megumi. Freut mich, dich kennenzulernen. Enoki Sachi yo. Sono. Kyou wa yoroshiku ne, Hina-chan. Ich bin Enoki Sachi. Vielen Dank für heute, Hina-chan. Ich übersetze es doch mal als vieles Danke, das yoroshiku ne. Ganz plötzlich stellen wir uns wieder einander vor. Der Pace von dem Ganzen ist ein wenig durcheinander geraten, aber jetzt ist das Ganze ein wenig netter und entspannter, dank Hina. Ich fühle mich auch ein bisschen weniger nervös. Dieses Mädchen hier ist wirklich unglaublich. Ist sie... Korete Seiko-chan Kato? Seiko-chan Kato?
Seiko-chan-kato? Seiko-chan-kato ist wahrscheinlich die japanische Bezeichnung für einen bestimmten Haarschnitt. Seiko-chan-kato. Was dabei rauskommt, Seiko-chan-kato. Ah, bei den Bildern dann von der Google-Suche ist, sieht das aus wie Megumis Haarschnitt, wenn ich das richtig sehe. Ja, sieht ein bisschen wie Megumis Haarschnitt aus. Seiko-chan-kato hat einen eigenen Wikipedia-Artikel im Japanischen. Natürlich in keiner anderen Sprache. Seiko-chan-kato ist, ach so, von einer berühmten, was ist sie, Sängerin und Schauspielerin, die ihr Debüt 1980 ungefähr hatte und 2 Jahre lang ziemlich aktiv war und da diese Frisur trug. Deswegen, also noch dieser Matsuda, heißt sie glaube ich, ja, Matsuda Seiko. Geboren 62 und war in den 80er Jahren eben ein Top-Idol, Sängerin, Schauspielerin und so weiter. Und nach ihrem Haarschnitt ist es benannt. Deswegen sind bei Wikipedia Bildersuche auch bei Seiko-chan Kato ganz viele Bilder wahrscheinlich von aus ihrer Hochphase. Deswegen, wenn das so auf eine einzelne japanische Person bezogener Haarschnitt ist, was soll dann der Farrah Hair sein? Dann gucke ich jetzt auch nochmal bei Google Wikipedia, suche Farrah Hair. Farrah Hair. Das sieht ganz anders aus. Vor allem viel, viel länger als den Schnitt, den Seiko-chan hat. Bezieht sich dann auch wahrscheinlich auf Farrah Fawcett, also auf eine Schauspielerin. Eine gewisse minimale Ähnlichkeit ist da, aber die von Farrah sind erstens länger und noch ein bisschen gewellter und dergleichen. Deswegen, naja. Aber stimmt ja, vor 30 Jahren, das ist dann genau Megumi die Zeit, wo dann auch Seiko-chan aktiv war. Haben sie das dann wenigstens auch übernommen von Farrah Fawcett? Schauen wir mal, wann die denn aktiv war. Weil sieht auch schon ein bisschen älter aus von den Bildern, was ich hier so sehe. Ja. Farrah Lenny Fawcett war eine US-amerikanische Schauspielerin. In den späten und frühen 70er Jahren war sie aktiv. Nun gut, das ist auf jeden Fall vor der Zeit von Megumin, das heißt, der Haarschnitt hat dann zu ihrer Zeit schon existiert, aber war eigentlich nicht mehr modern oder aktuell wahrscheinlich. Deswegen, es macht eigentlich keinen Sinn hier dann das Ganze versuchen zu verwestlichen in der Übersetzung, wenn wir ja wissen, dass es hier in Japan spielt, die alle japanische Namen und dergleichen haben und auch solche Sachen wie Inomamasu und dergleichen 1:1 gelassen werden, warum dann nicht hier daraus der Seiko-Haircut gemacht wird und dann hier auf Teufel komm raus eine US-amerikanische Schauspielerin Haarschnitt genommen werden muss, der zu der Zeit von Megumi gar nicht mehr in war und wahrscheinlich in Japan sowieso keine Rolle gespielt hat. Deswegen Seiko-chan Kato ist es also. Vielleicht habe ich das auch mal eingeblendet hier an der Stelle. Ist jetzt total wichtig, wo wir unmittelbar vor dem Gangbang-Sex hier mit den Vieren sind, aber wie das so ist. Ich muss natürlich immer die romantische und dergleichen Atmosphäre zerstören, um euch ein bisschen Trivia zu den japanischen Zeugs, was hier vorkommt, beizubringen. Denn welchen anderen Sinn hat es dann, dass hier ein Japanologe diese Spiele spielt? Wo waren wir? Ist das der Seiko-chan-Haarschnitt? Oh, jetzt fehlt mir der Zusammenhalt. Ist das der Seiko-chan-Haarschnitt? Versteht sie denn wirklich, was wir von jetzt an hier tun werden? Und ist es wirklich so, dass sie die Geister direkt vor ihr jetzt sieht? Dass sie von diesen Geistern in Besitz genommen wird und wir, naja, Sex haben werden? Sie schaut sich Megumis Haarstyle an, so als würde ihr das überhaupt nicht nahe gehen. Eigentlich nicht wirklich. Ich denke, das ist ein ganz normaler Haarschnitt. Ich bin überrascht, dass du das weißt, Hina. Ja, wenn das ein Haarschnitt, der in den 80ern beliebt war und bestimmt nicht mehr in der Zeit, wo jetzt Hina und Yuna Jugendliche sind. Ja, hier macht das dann jetzt auch keinen Sinn, das dann den Farrah-Haarschnitt zu nennen, als er ein Kind war. Zumal die US-amerikanische Schauspielerin dann wahrscheinlich auch noch vor der Geburt vom Papa von Hina berühmt war. Deswegen ergibt das tatsächlich auch inhaltlich dann keinen Sinn mehr. Außer sie meint jetzt hier den Haarschnitt, weil im Japanischen, so wie sie sagt, kann sie es auf beides beziehen. Auf den Haarschnitt eben als auch auf die Seiko-chan, dass er ein großer Fan von ihr, von dem Idol Matsuda Seiko war.
Mein Vater hat gesagt, dass er ein großer Fan von, wie gesagt, im Japanischen uneindeutig, von ihm, dem Haarschnitt, oder von ihr, der Schauspielerin ist, als er ein Kind war. So. Nandaka shoku. Hat er das? Das ist fast schon ein Schock für mich. Ja, die Anspannung ist irgendwie wie weggeflogen. Wenn sie das absichtlich macht, dann ist Hina wirklich unglaublich. Ich glaube, zweifle allerdings, dass sie das absichtlich macht. Was immer noch ziemlich beeindruckend ist. Sachi-san. Ah, hi. Nani? Ja, was denn? Omatase-shimashita. Nandaka relax-dekichatta. Tut mir leid fürs Warten lassen. Ich schätze mal, dass ich jetzt entspannt genug bin. So. Verstehe. Hajimemashou. Sono. Yatchatte kudasai. Yatcharu. Also, ist es dann für so Besitz ergreifen, einnehmen und dergleichen? Ah, ich guck's jetzt nicht nach. Irgendwann war das, glaube ich, schon mal. Also dann, fangen wir an. Also, ja. Mach dein Ding. So, ne? Sore ja. Okare suru wa ne? Okare. Also wahrscheinlich von... Nee, Kalidu wäre das dann ja von Ausleihen. Na gut. Alles klar, dann... Ja. Tu ich mal mein Ding. Ojamashimasu! Oh, und ich trinke dann auch mal ein. Sagten sie und Sachi-san kam mir entgegen und Megumi bewegte sich Richtung Hina. Sie zogen sich bis zu uns heran und... kam ganz nah, so als würden wir uns küssen, und in dem Moment, als ich meine Augen schloss, fühlte es sich so an, als wäre plötzlich das Gewicht von meinem Körper entfernt worden. Sachi-sans Perspektive. Enoki Sachi. Mein Körper ist schwer. Nein, das ist nicht Erschöpftheit oder Weariness. Was ist denn Weariness? Müdigkeit oder Erschöpfung. Das ist ein nostalgisches Gefühl. Ja, das stimmt. Ein Gefühl, an das ich mich erinnere von der Zeit, als ich am Leben war. Als ich noch meinen eigenen Körper hatte. Ich schaute hinab auf meine Hände. Selbst diese kleinen Bewegungen hatten Gewicht oder ja verlangten oder ließen mich Gewicht spüren. Das, was ich sah, war meine eigenen Hände und die, ich vergesse das Wort immer wieder, Sleeves, die Ärmel, genau, die Ärmel von meiner schwarzen Uniform. Oh, das sind meine Hände. So. Ich habe mich komplett an Yuna gegeben. Ich verstehe. Ich habe also vollständig von Yuna Besitz ergriffen. So genug, um meine eigene ehemalige körperliche Form über ihre zu projizieren. Wow, mein Körper ist so schwer. Ich meine, Megumi hat doch schon mal von Yuna dann komplett Besitz ergriffen und sie hat jetzt die wesentlich kleinere und wahrscheinlich leichtere Hina von Hina Besitz ergriffen. Das heißt, sie müsste das ja schon mal schwerer bei Yuna gefühlt haben. Da kam eine Stimme von seitlich neben mir. Von die Stimme meiner geliebten Megumi. Megumi? Megumi. Ich drehte mich um und sah sie dort, in ihrer weißen Uniform, mit ihrem haselnussbraunen Haar. Mein Sweetheart mit ihrem... ja, liebenswürdigen Gesicht. Ah, Sachi-san! Ah, Sachi-san. Megumi schaute auch mich an, und sie, ja, zeigte dann ein absolut umwerfendes Lächeln. Sachi-san da! Du bist es, Sachi-san! Ihr Gesicht, ihre Gestalt waren mir so vertraut und, ja, jetzt, und dennoch fühlte es sich so neu an, sie mit diesem geliehenen Körper zu sehen.
Mein Herz ist ganz sicher am, ja, am Rumoren. Wenn ich meine Hand ausstrecke, dann werde ich in der Lage sein, sie zu berühren. Das ist alles und dennoch... Auf diesen Moment habe ich lange, ewig gewartet, nicht wahr? Der Moment, wenn ich endlich in der Lage sein werde, dich zu berühren. Ich auch, Sachi-san. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du endlich in der Lage sein wirst, mich zu umarmen, zu halten, Sachi-san. Wir haben jetzt physische Körper. Körper, mit denen wir uns berühren und einander kennenlernen können. Körper, die wir von Yuna-san und Hina-san ausgeliehen haben. Megumi? Hina-chan war daijoubu? Megumi, geht es Hina-chan gut? Hina-chan? Hina-chan? Ich suchte nach Yuna-san in mir, während ich auch Megumi fragte. Ein Teil von mir hatte Angst, dass wenn wir sie aus den Augen verlieren würden, dann nie wieder in der Lage wären, ihnen ihre Körper zurückzugeben. Yuna-san. Yuna-san. Ich drang durch mein Bewusstsein hindurch, um sie zu suchen. Und als ich meine Augen schloss, in einer Ecke meiner Gedanken, da fand ich Yuna-san, wie sie schwebte. Ihre Augen geschlossen und ihr Körper schlaff. Yokatta. Ita wa? Gott sei Dank, da ist sie. Ah, Ita! Hina-chan, Sumiko no hou ni imashita. Nanka neteru mitai. Da ist sie. Ich habe Hina-chan in einer Ecke gefunden. So, als würde sie schlafen. So, ne? Watashi no naka de mo Yuna-san, nemutte iru mitai da wa? Ja. Yuna-san scheint auch in mir zu schlafen. Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Ja, ich sollte in der Lage sein, ihren Körper ihr wieder zurückzugeben. Und, achso, wenn sie nach all dem wieder erwacht. Nanda, zumaranai no? Sekkaku watashi to Sachi-san ga utehou misete ageyou to omotta no. Wie langweilig. Und dabei wollten wir den beiden doch zeigen, wie das Ganze vonstatten geht. Ara. Megumi wa futari ni misete agetakatta no? Oh, du wolltest es den beiden also zeigen, Megumi? Ah, ja, yappa ja. Sachi-san to futari no hatsu taiken wo nozokaretaku nai desu. Hä? Oh, nein, das nehme ich zurück. Ich will nicht, dass irgendjemand spannt, wenn ich mein erstes Mal mit dir habe, Sachi-san. Watashi tachi, katte ne? Imamade ironna kotachi no mite kita no ni. Wie selbstsüchtig von uns, nicht wahr? Wo wir doch so viele andere Mädchen bespannt haben. Naja, da hatten wir ja wohl nicht wirklich eine Wahl, oder? Und dieses Mal? Ich bin auch froh, dass ich es alleine mit dir machen kann, Megumi. Sachi-san. Sachi-san. Megumi lehnte sich zu mir. Megumi. Ich drückte meine Hand sacht auf ihre Wange und hob ihr Kinn nur ein kleines bisschen an. Tja. Das ganze Vorgeplänkel hat jetzt doch noch länger gedauert, als ich dachte. Dann ist es doch nicht die letzte Aufnahme, weil ich habe jetzt echt Hunger. Ich nehme jetzt seit knapp anderthalb Stunden auf und es ist jetzt bald Mittagszeit. Deswegen, ich muss hier nochmal speichern. Und dann das tatsächliche erste Mal und die, ich nehme mal an, wirklich letzte längere Aufnahme, werde ich dann ja in der nächsten Aufnahme, also das nächste Mal dann machen. Dann werden wir sowohl Sachi-san als auch Megumi erleben und wahrscheinlich, wenn die beiden dann die Körper von Yuna und Hina verlassen, die dann aber immer noch wahrscheinlich nackt aufeinander hocken werden, wird es dann, nachdem die beiden sich verabschiedet haben, vielleicht die zweite Runde geben mit Hina und
Megumi, mit Hina und Yuna vielleicht. Ich weiß es nicht, während sie das Ganze jetzt hier gerade verpennen. Schauen wir mal. Das heißt, ich glaube, in der nächsten Aufnahme werde ich fast alle Folgen ab 18 auf YouTube freigeben müssen. Nehme ich mal ganz stark an. Nun gut, auf jeden Fall, das hier war es erstmal für diese Aufnahme mit diesem schönen Bild hier von den beiden zum Abschluss. Und dann sage ich an dieser Stelle erst einmal Matane bis zum, ja, immer noch ersten Mal von den beiden und auch den anderen beiden. Und zu der dann wahrscheinlich letzten Aufnahme von Okusho no Yurire-san, Kind with Spirits on the Roof. Bis dahin, Matane. Ja, tschüss.